Ich grüße euch zum zweiten Teil der Doku Engadin Seilbahnwelten. Wir sind mit der Standseilbahn St. Moritz-Chantarella unterwegs. Die im Jahre 1913 gebaute Anlage, die 1994 komplett erneuert wurde, ist die erste von insgesamt drei Sektionen auf den Pitzner. Auf 436 Metern Streckenlänge überwinden die beiden Wagen, die 1994 von CWA Olten und von Roll geliefert wurden, eine Höhendifferenz von 160 Metern. Die Fahrzeuge mit je einem Fassungsvermögen von 100 Personen verkehren mit einer maximalen Geschwindigkeit von 5,5 Metern pro Sekunde. Die Spurweite beträgt auf dieser Sektion 1200 mm. Nach knapp 2 Minuten erreichen wir die erste Mittelstation. Chantarella. Hier steigen wir um auf die ursprünglich im Jahre 1928 eröffnete Standseilbahn Chantarella Corviglia. »1985 wurde diese interessante Bahn von den Herstellern Gangloff und von Roll komplett saniert und dabei erhielt sie auch neue Fahrzeuge, welche damals mit einem Fassungsvermögen von jeweils 200 Personen die größten der Welt waren.« In 6,5 Minuten überwinden wir auf einer Länge von rund 1600 Metern eine Höhendifferenz von 480 Metern. 6,5 Meter pro Sekunde ist bei dieser Anlage die Höchstgeschwindigkeit und dies auf der Spurweite von 1600 mm. Etwas oberhalb der Chantarella überqueren wir die Baumgrenze. Der Rest der Strecke verläuft auf einer niedrigen Brückenkonstruktion. Nun erreichen wir die Station Corviglia auf 2489 Metern. Wir verlassen das Stationsgebäude, aber hier ist noch nicht Schluss. Vor uns liegt die Talstation der Luftseilbahn Corviglia-Pitzner. Eine Pendelbahn mit zwei Großraumkabinen mit einem Fassungsvermögen von jeweils 100 Personen.
Angefangen hat alles im Jahre 1955. Damals wurde die erste Luftseilbahn im Engadin eröffnet. Damals übrigens mit einer Besonderheit. Bei der zweiten Stütze wurde die Fahrbahn aufgrund des Permafrostes bei der Bergstation leicht abgelenkt. 2002 wurde die alte Bahn abgebrochen und vom Schweizer Hersteller Garaventa durch eine neue, gerade führende Anlage ersetzt. Die 2426 Meter lange Fahrbahn führt über zwei Stützen hinauf zur 3030 Meter hochgelegenen Bergstation. Bei der Stütze 2 befindet sich der höchstgelegene Start mit Spitznamen Freier Fall für die Herrenabfahrt der WM 2003. Mit 10 Metern pro Sekunde geht es der Bergstation entgegen. Oben, nach knapp 6 Minuten Fahrzeit, erwartet den Gast ein großartiges Panorama auf die umliegende Bergwelt. Wenn man genau hinschaut, hier der Blick vom Berg Corvatsch, erkennt man oberhalb vom Ortsteil St. Moritzbad ein kubusförmiges Objekt. Dies ist die Bergstation der Luftseilbahn St. Moritzbad Signal, die 1972 vom Schweizer Hersteller Habegger realisiert wurde. Auf 1450 Metern Länge mit nur einer Zwischenstütze überwinden die beiden von CWA konstruierten Großraumkabinen mit einem Fassungsvermögen von je 100 Personen in 4 Minuten 352 Höhenmeter. Thank you.
Oben genießen wir einen schönen Blick auf die umliegende Region. So, liebe Freunde, das war bereits Teil 2. Im dritten und letzten Teil stelle ich euch meine Lieblingsluftseilbahn vor, die Kovácsbahn. Seid also gespannt!